herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality auf der Grünfelder Land. So, heute kümmern wir uns darum, dass ich die Eier mal verlade. Das ist nämlich mal notwendig. Und dann müssen wir uns unbedingt mit dem Wind treffen. Oh Gott. 2, 4, 5, 15 Kartons haben wir inzwischen. Mal 150, ne, 30, weil wir haben ja drüben noch einen Stall. Also sind 750, 7500 Liter circa. Das ist schon mal eine ganz ordentliche Menge. Folge Varuna, hallo. Jo, Volker, Diesel hier. Hi. Bist du noch auf dem Hof? Ich bin gerade am Eierkartons verladen, ja. Okay, dann wollte ich mal nämlich eben rumkommen, weil ich müsste sowieso mal eben zur Tanke, weil mein JD sagt schon beinahe empty. Jo, brauchst du gar nicht. Komm zu mir an den Hof, ich hab ein Fass. Ach so. Ja gut, dann brauche ich ja nichts bezahlen. Nö, das passt. Das ja. Wird sowieso demnächst nicht mehr notwendig sein, wahrscheinlich. Also. Jo, dann komm rüber. Okay. Alles Danke. Klar, bis Tschüss. Gleich. Das ist praktisch, dann kann ich nämlich die Eier voll verladen. So. Na? Macht das Ganze auch nämlich Sinn mit dem Anhänger hier. Weil der wird schon fast ganz voll sein. Ich werde die gleich nochmal ein bisschen ordentlicher da hinten rein stapeln, aber trotzdem. Erstmal aufladen und dann können wir vor allem gleich mit dem Diesel quatschen, wie es denn da jetzt aussieht. Ist der schon da? Tatsache.
Gutes Timing. Ich bin ja ganz froh, dass die Eier alle in Luftpolsterfolie und Kartons verpackt sind. Da passiert denen nichts. Macht die ganze Geschichte natürlich auch ein bisschen teurer. Aber ist ganz gut. So, jetzt gucken wir gerade mal ins Tablet rein, was uns die Eier bringen. 2900. Na, ich würde gerne ein Foto für Instagram machen, aber irgendwie hängt da immer was davor. Das will ich nicht. Gut, dann muss man die jetzt irgendwie da noch ordentlich reinkriegen. Ach komm, fall doch um. Ach nee. Komm, egal. Servus. 2, 4, 6. 2, 4. Moment, ich muss kurz zählen. 2, 4, 5, 6, 7. Na, komm her. 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 22. Hast du schon getankt? 23. Nee. Mach ich eben schnell. Ja, beim Haus. 23. 24.
25, 26, 27. Ich glaube, ich habe mich verzählt, oder? Ach nee. 1, 2, 3. Fünf. Sechs. Acht. Nein. Ah, manchmal sind die Kisten so doof zum Anfassen, ey. Ich fülle gerade noch mal ein bisschen Kühlflüssigkeit nach. Ja, mach das. Du hattest doch gesagt, dass du dir das überlegt hast wegen der Zusammenarbeit oder beziehungsweise einen Betrieb aus unseren zwei Höfen zu machen. Ja. Und du hattest auch gesagt, dass du dann sozusagen Angestellter wärst. Richtig. Okay. Ich würde dir aber trotzdem dann sagen, dass der Hof auf dem Papier in deinem Besitz bleibt. Ja. Und du sozusagen ein festes Gehalt kriegst pro Woche. Ja. Also das wäre meine Forderung sozusagen sogar. Ja, ja, alles gut. Aber ich finde es besser, wenn du, ja, kriegst einfach ein festes Gehalt. Und ich denke, je nach Ernte vielleicht noch eine Prämie. Das lohnt sich vielleicht für dich dann mehr. Ja. Okay. Wie viele Schweinchen hast du denn gerade? Da vorhin ein neues gekommen ist und in 3 Stunden und 45 Minuten schon das nächste kommt, habe ich jetzt schon 27. Also nachher sind es schon 28. Okay, es sind aber glaube ich noch 10 von mir dabei, ne? Richtig, also wenn du 10 wieder abziehst, habe ich 17, bald 18 dann. Okay, ja, wir müssten halt gucken, dass wir bald wieder beim Metzger was einfüllen. Oder da wieder welche hinbringen. Ach nee, komm doch her, ey. So. Okay. Und wie schaut's? Du hast noch Kredit offen, hast du gesagt. Ja, das bin ich ja auch alles nach und nach am Abarbeiten. Na, je nachdem geht der Kredit ja über. Ja. Also wir sind ja dann, wenn wir die Firma zusammenlegen oder die Höfe. Nein. Und zumindest wirtschaftlich, dann sind es ja nicht mehr nur deine Schulden, sondern unsere Schulden. Richtig. So, ist gut. Nicht Anhänger. Ja, perfekt für die Eier, würde ich fast behaupten. So, was habe ich denn jetzt hier auf der linken Seite? 10, oder? Oh. Ich bin so froh, dass die in Luftpolsterfolie drin sind, ey. Kartons hast du insgesamt drin. Ne, 25. Müssen mehr sein. Ich war vorhin bei 27, aber eigentlich müssten es 28 sein. 2, 4, hier ist so Dreierstapel, ne? 3, 6, 9.
12. Der will nicht wieder, ey. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26. Das müssten eigentlich 28 sein. Das ist ja das Verwirrende. Da musste ich jetzt doch nochmal neu stapeln. 2, 6, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 zähle ich. Ich habe vorhin 27 gezählt. Mit dem hier unten auf dem Boden sind 27. Auf welchem Boden? Ach Hier du, auf dem Boden. nee, der ist noch nicht voll. Ja, wir gucken gleich nochmal. So. Hab's gleich. Hoffentlich. Eigentlich hatte ich am Anfang wären es 30 insgesamt mit den fast vollen gewesen. Ups, also. Nein! Oh. Ein Hoch auf die Luftpolsterfolie. Das ist wohl wahr. So, wie viel habe ich denn jetzt rechts? Ach komm. 6, 9, 12, 15. Warte mal. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27. 2, 4. Ich zähle auch nochmal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27. Okay, ich komme auch auf 27, aber irgendwas. Moment, ich muss mal kurz gucken, ob ich da einen verloren habe. Ne, das sind nur leere Kartons. Ne, okay. Gut, dann ist es so. Gut, dann bedanke ich mich an dieser Stelle erstmal fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.